eine Lösung. Einen wunderschönen Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Plague Tale Innocence. Und wir müssen einmal mehr zur Fackel gehen und ich probiere jetzt was. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Gehe ich mit ihm mit. Ja. Lauf da schön drum rum, das ist gut. So, lauf noch ein bisschen und jetzt mitnehmen. Okay, die Taktik war gut. Die sehen mich nicht, oder? Ne, die sind beschäftigt. Das ist wunderbar. So, die Fackel ist weg. Los, los, kein Ton. Hab verstanden. Ja, wir sind jetzt ruhig. Also ich nicht, aber ihr. Vor allem du, Hugo. Du hältst jetzt deinen Schnauz. Okay, sehr gut. Hier die Fackel schön wieder reinstecken. Und hoch mit dir. Kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Ja, dann sei ruhig. Ah! Hier oben hat es noch mehr Ratten. Cool. Jetzt ist natürlich die Frage. Die haben ja Stöcke im Bauch. Was? Nicht hin. Versuch alles, um dich herum zu ignorieren, Hugo. Ja. Ignoriere den Scheiß. Oh, scheiße. Wie heißt es schon wieder? Ignifer. So. So, weg. Oh, scheiße, aber... Ich komme sonst nicht durch. Fucking hell. Amicia, sie werden von ihnen angezogen. Kann ich die nicht wieder mitnehmen? Nein. Was soll ich denn sonst machen? Hä? Mann, die Fackel kann ich nicht mitnehmen, ne? Muss doch hier irgendwo eine Lösung sein, oder? Ach so! Ja, logisch, ich kann ja die runterschmeißen, die Kollegen dort. Einmal. Oh, scheiße. Zweimal. Hier nicht bleiben. Ja, wir gehen jetzt da rein, ich weiß. Schnell. Ich wollte nur noch die Steine mitnehmen, so. Los, rein da, schnell. Oh, wer kommt hier nicht weg? Pech gehabt, ne? Okay, nimm die Fackel mit. Ah, ja. Wir müssen weiter. Ein kleines Problem. Ach, du Scheiße. Und tschüss. Hier entlang. Kommt. Tschüss. Entschuldigung. Oh nein. Die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Ja, es ist jetzt halt so. Warum hast du sie überhaupt fallen lassen? Blöde Kuh. Ha. Okay. Oh shit. Soldaten. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Halt dein Maul. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was ist das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Du kannst jetzt Somnum herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Und was ist Somnum? Eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Von hinten und drücke so. Ach so, von hinten anschleichen. Und dann reindrücken. Ins Gesicht. Schläft er? Ja. Er schläft. Für eine Weile. Danke. Direkt nochmal herstellen. Das Leben retten. Ja, nochmal herstellen. Okay. Was hast du so dabei? Salpeter? Sonst so nichts, ha? Okay, ja, und jetzt? Ah! Hier. Ja, weg mit euch. So. Hier können wir schön durchlaufen. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Ja, das sieht mir nach einem Tribok aus. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren. Wenn ich nach oben
Steuerkreuz nach oben. Brücke. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Mach mal. Ich nehme hier noch ein bisschen Materialien mit. Ich lasse los. Achtung. Das ist... Ach so. Und los. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, hier noch. Überall sind Materialien bereit. So. Kannst du das übernehmen? Ich kann nicht, Amicia. Okay, Moment. Ich werf meinen Ignifer. Geht das? Nee, das geht nicht, ha? Wie machen wir das denn? Wo ist denn der Kollege? Der ist doch da drüben. Lol. Das musst du machen. Ja. Bist du behindert? Warum bist du nicht mitgekommen? Ah, ich habe ihm nicht gesagt, dass er loslassen soll. Och, lol. Ja, du bist aber auch ein Schlaumeier. So, jetzt komm her. Ja, komm hierher. Hallo. Ey. Sag mal, bist du blöd? Warum kommt der nicht her? Ah, ist das bewusst so? Hm. Naja. Ach so, ich kann hier. So, jetzt kannst du da hingehen. Schaffst du das? So, hol das Stöckchen. Aber er nimmt wieder nur ein. Los, Hugo, genau so. Wunderbar. Ja, gib her. Und jetzt, mach nochmal. Du kriegst das hin? Weil wir müssen ja irgendwie zurückkommen, ne? Oder was muss ich überhaupt machen? Wo müssen wir überhaupt hin? So, nach drüben. Ich denke mal schon, dass sie hier durch müssen, oder? Ich nehme mal einen Stein mit. Ja, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. So. Was hätten wir da oben? Nichts. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ja, das, Hallo, gehen wir. Möchten wir, glaube ich, alle. So, als nächstes. Oh je, Mine. Gehen wir unten raus. Ja, ein bisschen sehr vorsichtig müssen wir sein. Okay. Gut. Und. Jetzt? Vielleicht hier hoch? Aha! Aha! Was haben wir denn hier Schönes? Materialien, aber ich habe kein Werkzeug. Da habe ich das irgendwo wieder verpasst, das Werkzeug. Das ist natürlich... Ja, mal schade. Aber... Ja, das ist jetzt halt so, ha? Okay. Ich stelle hier nochmal Ignifer her. Okay. Und hopp. Weg mit euch, weg mit euch. Und drüber. Das muss schneller gehen, das Ding brennt nicht jahrelang. Okay. Ah, ein Stein, auch gut. Ja, es war das hier, wo du übel wieder mitnehmen hast. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Ja, die könnten wir kaputt machen. Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Los, los! Oh Gott! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Ja, lauf einfach um dein Leben! Ja, das ist mir egal! Ja, siehst du? Kein Problem! Es hat funktioniert! Alles, was ich mache, funktioniert, Junge! So, noch ein Stein. Okay. Oh, shit! So, nimm hier den Alkohol mit. Ich habe eine Idee. Und zwar da oben. Was? So. Entschuldigung. So, da brennt es jetzt zwar, aber wir müssen ja immer noch irgendwie da hinkommen. Hm? Die Frage ist,
Ja, wie kommen wir denn da nach drüben? Hallo? Einfach durchrennen? Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Moment mal. Ach so, da hat's Stöcke. So, geht mal weg hier, danke. Okay, mitnehmen. Und dann entzünden wir den mal hier. Ja, und dann können wir nach drüben gehen. So funktioniert's. Brav. Du schlägst dich gut, Hugo. Sei froh, halte ich den Controller in den Händen. So. Kannst du die Fackel auch fallen lassen? Ja, ich würde sie halt fallen lassen, bevor sie an deiner Hand ankommt. Aber okay. So, dann, nochmal. Ein Stückchen Holz. Gehen wir erstmal rüber. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ja, irgendwo geht's schon raus. Die Frage ist, wo ist dieses irgendwo? Hast du den Stock noch? Ja, braves Mädchen. Okay. Hier brauchen wir den noch nicht. Aber ich halte immer noch ein bisschen Ausschau nach Items zum Mitnehmen. Man weiß nie, wo man sie findet. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ach stimmt, ich kann ja jetzt 10 Ignifer mitnehmen. Was war das? Nix. Gar nix. Na dann. Nein, nein. Du hast nichts gesehen. Kann ich den... Okay, er läuft weg. Das ist auch eine Möglichkeit. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich getötet. Das wäre dann die radikalere Methode gewesen. Okay, so, schön hier durch. Oh, sehr gut. Hier. Moment. Das können wir so machen. Diese Schnalzen. Oh shit. Weg hier! Weg! Scheiß auf ihn! Weg hier! Wenn du ihm nicht hilfst, stirbt er. Oh Gott, ja, dann. Okay. Lukas ist gestorben. Dum dum dum. Okay, dann machen wir es nochmal. Ich kann hier nochmal Ignifer herstellen. Somnum. Ja, okay, da habe ich jetzt zu wenig. So. Das sind aber ganz schön viele. Ja, ist egal. Keine andere Wahl. Schön abwarten. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? England? Oder nicht? Dann los jetzt! Naja, den lege ich jetzt mal schlafen. Ohne, damit ich keinen Lärm machen muss. So. Hier können wir sicher was mitnehmen, oder? Irgendwas? Nein? Gar nichts? Ah, okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir weiter. Seine Kollegen sind wo? I don't like that. Aber wir sollten sicher sein. Amicia, ich bin so müde. Ach, halt dein Maul. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. So. Haben wir es?
Hier noch was zum Mitnehmen? Nein, nichts. Gut, weiter. Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Das ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen, versprochen! Sicher nicht. Da wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Wo lang? Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Sehr gut. Gib ihm! Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da! Da! Sie fliehen! Ach, du bist... Ach, Hugo. Lauf! Amicia! Lass mich los! Oh Gott. Kapitel 6. Beschädigte Güter. Das war ein eher unkonventionelles Ende vom Kapitel. Hey, Kleiner, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich? Hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Darf ich jetzt auch noch was sagen, oder? Eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Doch! Das, ja, ich kann halt nichts machen, ne? Jetzt ist Amicia noch unnützer. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Wo ist er denn? Sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Wo ist denn der Arthur überhaupt? Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Zum Rennen. Was denn sonst? Er ist also dein Bruder. Na, das war kein Geräusch. Nö. Ach, hast du dir nur eingebildet. Wie viele Tote es auf unserer Seite gab. Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Seltsam. Warum läufst du so schnell? Mörder. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Valois dahinter, oder was? Nein. Wir müssen den Weg... Ja, lass mich das Zeugs einsammeln. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Ja, was macht denn Lärm? Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Komm, mach hinne. Gut gemacht, Arthur. Was war das? Was war das? War da ein Geräusch? Die Flaschen auf. Scheiß auf die Flaschen. Bin gleich zurück. Pass auf die verdammten Rattenviecher auf. Lauf! Ich hab sie... Oh shit. Vorsicht! Diese Boah, sie haben uns nicht gesehen, das ist gut. Sie schießen auf
auf einen Toten. Bin ich noch irre? Ja, so läuft das im Krieg. Ah. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern französische erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Los! Unbedingt als Märtyrer sterben. Okay, let's go. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. So, ich würde jetzt aber trotzdem gerne wissen, wo Hugo ist. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir. Küche, mach mal hier. Endlich wieder für England. Ja. Ja? Gut gesehen. Ja, ich sehe alles. Du brauchst doch nur eine. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst Sei vorsichtig. Sei vorsichtig, das ist ein gefährlicher Topf. Da könnten Ratten rausspringen. Da war nichts. Sehr Was gut. Für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung. Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Ja, und jetzt? Einfach laufen. Ja, okay. Warum ist die so schnell beim Schleichen und ich nicht? Naja, egal. Mal sehen. Nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, mach. Hier, knack das Ding. Bist du so freundlich? Mach hin, komm. Ich brauch das Pulver. Wenn ich die schlafen legen kann, die Kollegen. Danke. Ja, das ist wirklich nützlich. Ja, okay, bisschen Schwefel und Salpeter, mehr nicht. Aber besser als nichts. Machen wir mal aber jetzt Kleines. Melli, nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Wie töten die, oder? Okay, die sind alle betrunken. Da ist was. Oh, aufgepasst, da ist jemand. Ach, scheiße. Wir müssen rennen. Los. Renn. Ja, okay, wir sind tot. Ich wollte doch nur den Alkohol einsammeln. Och, Mann. Ja, machen wir es nochmal. So, lauf. Nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Egal. No risk, no fun, Mädchen. Mitnehmen. Ja, gut. Ist einfach auf die Flaschen gucken, ne? Weder Brot noch Wein. Aber warum läufst du so schnell voraus? Ja, trainieren sind sie auch noch. Kriegen ja gar keine Pausen. Du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Gerade so, Mädchen, die waren stürzbesoffen. Den hättest du eine klatschen können, die hätten wahrscheinlich nichts gemerkt. Im Normalfall, ja. Vorhin muss ich sie nur berühren und sie haben es gemerkt, aber... Ah. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Diese Dreckskerle, Jungs. Beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Freu dich einfach, dass du noch die lebst. Kleine, die meisten hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr! Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein! Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Ja und jetzt? Ich muss den Bruder mitnehmen! Was soll ich machen? Einfach dahin gehen? Hallo, Hugo! Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut.
Welche Truhe? Aha. Ja, dann kannst du das Ding mal knacken hier, Mädchen. Hopp. Melly, übernimmst du? Dann sammle ich hier noch ein paar Sachen ein. Okay, nee. Geht ja nicht. Macht ja keinen Sinn. Bist eine gute Diebin. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Ja, das geht nur mit Lärm. Okay. Zum Glück sind sie beschäftigt. Okay, sie haben nichts gehört. Na dann, knack mal das Schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Ja, jetzt komm raus. Gut, Hugo. Wir befreien dich. Halt dein Maul und komm mit. Amicia. Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, halt jetzt dein Maul. Wir müssen immer noch flüchten, Kollege. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. So, genug Smalltalk. Gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Verlasse das Lager. Ja, wohin soll ich denn gehen? Sag mal. Die Zelte. Durchsuch die Zelte. Ach Gott. Geht's hier irgendwo durch? Nö, warum auch? Aber hier gibt's was zum Mitnehmen. Ja, Steine. Werkzeug? Ja. Das ist sehr gut. Die Frage ist jetzt halt. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Gut, wir können hier hinten durchgehen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Kann ich den einschläfern? Komm. Kann ich das nur einmal haben? Ach so. Okay. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Durchsuch die Zelte! Guck mal, er kann sogar noch ein bisschen. Er merkt's nicht mal. Der Kollege von ihm. Hat keine Ahnung, was hier los ist. So, ich aktiviere mal wieder die Steine. Oh shit. Du hast nichts gesehen. Scheiße. Gib ihm. Dann los. Hat er uns bemerkt? Oh shit. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das war schnell. Glück gehabt. Holy crap. Kann ich noch was herstellen? Ich kann nichts mehr herstellen. Der Vorrat ist aufgebraucht. Scheiße. Wow. Da muss der reaktionsschnell sein. Nee, nee, ist sie nicht. Oh, fuck. Ja, jetzt ist, Jetzt war es ist gewesen. Ach je, ach je, ach je. Sie alles nochmal machen. Ja, fick die Henne. So, stell mal her. Okay. Soldaten, Bericht! Was ist das? Oh shit. Nein, 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 nein. Scheiße, weg hier. Das Werkzeug wieder mitnehmen. So. Wunderbar. Okay. Ist er weg? Noch nicht. Jetzt. Oh nein, er ist noch nicht weg. Was? Da drüben. Ruhe. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Geht auch so. So, der nächste. Den erledigen wir auch gleich. Dann los. So, dann kann ich hier nämlich gerade die Steine mitnehmen. Wunderprächtig, dann kann mich der andere auch nicht mehr sehen und seine Kollegen alarmieren. Und
das kann, dann kann ich das, wie heißt's? Somnum sparen für den Notfall. So. Du da? Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Oh, scheiße. Ruhe. Das war unglaublich. Ich weiß. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Eventuell. Wäre eine Möglichkeit, oder? Und sicher keine schlechte. Ich will dir noch was mitnehmen, falls es was zum Mitnehmen gibt, aber es schaut... Doch! Was ist das? Die Kriegserklärung der Engländer. Edward der Dritte will den französischen Thron. So, oh shit. Nee, nee, du hast nichts gesehen. Nein, nein. Oh, scheiße. Müssen wir den anderen Weg gehen. Aber wir haben die Kriegserklärung gefunden. Was? Oh nein, sie haben mich entdeckt. Beziehungsweise sie haben bemerkt, dass ich ein bisschen Radau gemacht habe. So, nimm mit das Zeug. Okay, Steine sind immer gut. Oh nein. Hier ist niemand. Nein, nein. Ist noch jemand da? Na, er hat seine anderen Kollegen gefunden. Aber das bringt ihm halt nichts mehr. Oh. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Oh! Und rennen! Sie zurück! Oh. Was zum Teufel habt ihr getan? So. Wir haben nichts getan. Los, los und hopp! Lasst uns abhauen! Schnell. Ja, schneller! Oh, nehmt die Steine mit. Nehmt die Steine mit, hab ich gesagt. Scheißdreck gebe ich dir. Sie kommen hoch. Ja, egal. Ja, aber... Scheiße. Ja, komm. Pop, 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 pop. Was habe ich da gerade gesehen? Nichts, nichts. Tschüss. Du auch. Scheiße. Oh. Ja, da müssen wir weitergehen. Was sind sie da? Und was machen wir damit? Nimm die Steine mit hier. Was muss ich machen? Ach so, die muss das Schloss knacken. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Ja, wie denn? Könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Ja. Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Was? Scheiße! Ja, wie soll ich mich denn um all die kümmern? LOL! What? Ich will das jetzt in diesem Part noch fertig machen. Wir machen das ganze Kapitel. Irgendwas. Okay, komm, wirf deine scheiß Steine. Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Oh, sie hat's geschafft! Amicia, komm schnell! Die Totengrube. Amicia? Och Gott! Na, wie fühlt sich's an, Engländer? Von Kindern wurde die besiegt. Ha! Die Franzosen auch gleich. Blödes Pack. Der Pfad vor uns. Kann ich hier Pause drücken? Ne, hier im Lade...
Bildschirm geht es nicht. Okay. Dann drücke ich direkt Pause, wenn es beginnt. Komm, lad ein bisschen schneller. Hallo? So, jetzt drücken wir Pause. Okay. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.